Vergebung bietet alles, was ich will, erinnert uns die Lektion 122. Was könntest du dir wünschen, was die Vergebung dir nicht geben kann? Möchtest du Frieden? Die Vergebung schenkt ihn dir. Möchtest du glücklich und ruhigen Geistes sein, eine Gewissheit über Sinn und Zweck und ein Gefühl von Wert und Sicherheit haben, das über diese Welt hinausgeht? Möchtest du immerfort Fürsorge, Geborgenheit und die Wärme eines sicheren Schutzes? Möchtest du eine Stille, die nicht gestört, eine Sanftheit, die nie verletzt, ein tiefes, dauerhaftes Wohlbefinden und eine so vollkommene Ruhe, dass sie niemals erschüttert werden kann? All das und mehr schenkt die Vergebung dir. All das und mehr schenkt die Vergebung dir. Jetzt können wir da sitzen, wie ich viele, viele Jahre, und das lesen und das klasse finden, das toll finden und es aber nicht wahr machen wollen. Wir machen es nicht wahr, wenn wir glauben, ich will das nicht, aber das will ich. Weil ich glaube, dass das, was ich will, mir mehr Glück bringt, wie das, was ich nicht will. Ich glaube, ich könnte urteilen, was ich brauche. Ich glaube, mir fehlt es an Geld. Ich glaube, mir fehlt es an einer Liebesbeziehung. Ich glaube, mir fehlt es an einer harmonischen Beziehung mit meiner Mutter oder mit meinem Vater. Ich glaube, mir fehlt es an einem guten Job mit mehr Kreativität. Oder ich glaube, ich bräuchte keinen Job, weil es mir da besser gehen würde. Und so weiter. Die Geschichte könnte endlos sein. Und hier, weil ich zu wissen glaube, was ich brauche. Und wir müssen uns ganz, ganz klar werden, dass wir es nicht wissen. Wir alle teilen ein Bedürfnis und dieses Bedürfnis ist, glücklich zu sein. Das ist das Einzige, was wir miteinander teilen. Und wir suchen es meist in sehr dubiosen Geschichten, in sehr seltsamen Ideen. Wir glauben, die verrücktesten Dinge, was ich alles geglaubt habe, was mir Glück bringt, das ist, wenn ich es aus heutiger Sicht betrachte, ein Gruselfilm in vielen Bereichen. Natürlich nicht alles. In vielen Bereichen aber war es ein Horrorfilm, ein Albtraum, den ich immer wieder wahrgemacht habe, im naiven Glauben, das macht mich glücklich. Und zu verstehen, dass ich nicht weiß, was mich glücklich macht, zu verstehen, dass ich nicht weiß, was ich wirklich will, das ist ein großartiger Schritt. Ich weiß nicht, was ich bin und ich weiß nicht, was ich will. Deshalb frage ich dich auch immer wieder, was bist du? Denn wer nicht weiß, was er ist, der weiß nicht, was er will. Wenn du glaubst, du bist ein Körper, mit einem Namen versehen und bestimmten Persönlichkeitsstrukturen, die nur du hast, dann weißt du nicht, was du bist. Und wir irren durch diesen Traum, durch diesen dunklen Traum, in der naiven Idee zu glauben und zu wissen. Und hier wird uns in dieser Lektion 122, wie in jeder, aber hier wird sie so deutlich nochmals benannt, die Vergebung bietet alles, was ich will. Punkt. Ah. Aha. Wow. Geht dir ein Licht auf? Bist du bereit, diese Botschaft, die außerhalb deines Denksystems zu dir gelangt, bist du bereit, diese Botschaft anzunehmen?
Unser älterer Bruder Jesus hat uns eines, nur eines empfohlen, folge mir nach. Und er gibt nur ein Werkzeug letztendlich an die Hand. Und dazu hat er den Kurs in Wundern durchgegeben. Vergebung. Vergebung. Nur das. Ich will dies vergeben und ich will es anders sehen. Ich will die Situation anders sehen, denn so wie ich sie jetzt sehe, bringt sie mir nur weiteres Unglück und weiteren Unfrieden. Denn mein Sehen ruft immer wieder Trennung hervor. Und je mehr ich vergebe, Schritt für Schritt, das machen wir nicht auf einmal. Oh Gottfried, der Kurs funktioniert nur manchmal, heute funktioniert er nicht. Oder das ist wirklich ein Voranschreiten, ein sanftes Voranschreiten in Hingabe. In Hingabe und einem tiefen Vertrauen. Und erst wenn wir mit etwas beginnen, was wir noch nicht kennen, werden wir die Erfahrung machen, dass es funktioniert. All das und mehr schenkt dir die Vergebung dir. Beim Erwachen funkelt sie in deinen Augen und schenkt dir Freude, mit welcher du den Tag begegnen kannst. Sie glättet deine Stirn und du schläfst und ruht auf deinen Augenlidern, damit du keine Träume des Bösen und der Angst, der Arglist und des Angriffs hast. Auch wenn du wieder aufwachst, schenkt sie dir aufs Neue einen Tag des Glücks und Friedens. All dies und mehr schenkt dir die Vergebung. Die Vergebung lässt den Schleier gelüftet werden, der Christi Antlitz vor denjenigen verbirgt, die mit Augen, die nicht vergeben, die Welt betrachten. Sie lässt dich, Gottes Sohn, wiedererkennen und reinigt dein Gedächtnis von allen toten Gedanken, damit die Erinnerung an deinen Vater über die Schwelle deines Geistes treten kann. Was wünschst du dir, was die Vergebung dir nicht geben kann? Welche Gaben außer diesen sind es wert, gesucht zu werden? Welch eingebildeter Wert, welche trivialen Wirkung und welch flüchtiges Versprechen, das nie gehalten wird, könnte mehr Hoffnung bergen als das, was die Vergebung mit sich bringt. Was sind denn tote Gedanken, wenn du gereinigt wirst von toten Gedanken? Tote Gedanken sind die Erinnerung an die Vergangenheit, sind die Sehnsüchte in die Zukunft. Tote Gedanken sind all das, was uns immer wieder in Schrecken versetzt, denn der Tod versetzt uns in Schrecken. Und wenn ich an die Vergangenheit glaube, was sie mir alles angetan hätte oder was dort alles geschehen ist und deshalb kann ich heute nicht, wenn ich diese toten Gedanken immer wieder wahr mache, bin ich schon tot und tue so, als würde ich leben, im Traum. Lassen wir heute diese toten Gedanken durch Licht ersetzen, durch ein strahlendes, dauerhaftes, alles durchdringende Licht. Lassen wir heute diesen toten Gedanken, geben wir heute diesen toten Gedanken keine Kraft mehr. Immer wenn ich von der Vergangenheit spreche, spreche ich durch die toten Gedanken, die nur durch meine Erinnerung in meinem Gedächtnis immer wieder aufflammen können. Ja, aber mein Vater, ja, aber meine Mutter und mein Partner und
meine Krankheit und. Tote Gedanken entfernen uns von der Gegenwart und zeigen uns nur eins, den Glauben an den Tod. Sie können uns nur den Glauben an den Tod wieder reflektieren. Und da ist kein Leben, das ist kein Leben. Das ist die Talfahrt, der wir immer wieder zustimmen. Das ist die Fahrt in den Abgrund, zu der wir uns verpflichtet haben. Wir haben uns verpflichtet zu sterben. Heute gehen wir eine andere Verpflichtung ein. Wir lassen die toten Gedanken ruhen, weil wir Vergebung praktizieren. Es kann dir ein hilfreiches Bild sein, die toten Gedanken der Vergangenheit, dass du diese nicht mehr aufleben lassen willst. Denn der Abgrund ist durch dieses Gedankensystem sicher. Und was bedeutet es, wenn ich die toten Gedanken nicht mehr aufleben lasse? Die Vergangenheit ist vorbei. Sie kann mich nicht mehr berühren. Die Vergangenheit ist vorbei. Sie kann mich nicht mehr berühren. Ohne uns verliert die Welt ihren Weg. Ohne uns verliert die Menschheit ihren Weg. Ohne uns verliert der Nachbar seinen Weg. Ohne dich verlieren die Beziehungen ihren Weg. Und ohne diese können wir den Weg nicht finden. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Ohne die Welt können wir den Weg nicht finden. Ohne unsere Beziehungen können wir den Weg nicht finden. Sie brauchen uns, wir brauchen sie. Und was wir zu geben haben, ist die Vergebung. Denn all den Menschen, denen du heute begegnest, die zeigen dir nur entweder die toten Gedanken des Urteilens, der Strafe, der Schuld, der Sünde oder die lebendigen Gedanken der Freiheit, des Lichtes, der Schönheit, des Miteinanderteilens, der Liebe. Und wir entscheiden dies in jedem Augenblick. In jedem Augenblick. Weshalb möchtest du nach einer anderen Antwort suchen, als nach jener Antwort, die auf alles Antwort geben wird? Hier ist die vollkommene Antwort gegeben auf unvollkommene Fragen, bedeutungslosen Bitten, eine halbherzige Bereitwilligkeit zu hören und weniger als halben Eifer und teilweises Vertrauen. Hier ist die Antwort. Suche sie nicht länger, statt ihrer wirst du keine andere finden. Wie deutlich, wie konkret, wie klar wird es uns hier vermittelt. Suche nicht länger nach einer anderen Antwort. Oh, was soll ich hier tun? Ah, was soll ich da machen? Was ist meine Aufgabe? Wie soll ich dieses und jenes machen?
Das sind halbherzige Fragen, die wir irgendwo hinaus posaunen und wir wollen die Wahrheit nicht hören. Wir lesen den Kurs, aber wir wollen nicht wahrhaben, was darin steht. Lasst nicht wahrhaben, was hier steht, denn es würde bedeuten, dass ich mein Recht haben geben, dass ich mein Recht haben aufgeben muss. Suche nicht länger. Statt ihrer wirst du keine andere Antwort finden. Hier wird dir eine Lösung gegeben, von der wir nicht mal ahnen können, nicht mal ahnen können, was es bedeutet, aber du kannst es jetzt fühlen. Genau jetzt. Ich bin umgeben vom Licht Gottes, so wie die ganze Welt. Gottes Plan für deine Erlösung kann sich weder verändern, noch kann er misslingen. Sei dankbar, dass er genau so bleibt, wie er ihn plante. Unveränderlich steht er vor dir wie eine offene Tür und Wärme und Willkommen rufen von der anderen Seite des Eingangs und bitten dich, hereinzukommen und dich dort ganz zu Hause zu fühlen, wo du hingehörst. Hier ist die Antwort. Ausrufezeichen. Möchtest du draußen stehen bleiben, wenn der ganze Himmel drinnen auf dich wartet? Vergib und lasse dir vergeben. Wie du gibst, so wirst du empfangen. Es gibt keinen Plan außer diesem für die Erlösung von Gottes Sohn. Wir wollen uns heute freuen, dass dies so ist, denn hier haben wir eine Antwort, klar und schlicht, in ihrer Einfachheit erhaben über jede Täuschung. Alle Komplexitäten, die die Welt aus fraglichen Spinnweben gesponnen hat, schwinden dahin im Angesicht der Macht und der Erhabenheit dieser höchst einfachen Aussage der Wahrheit. Hier schwinden alle unsere Komplexitäten dahin. Ich kann mich noch erinnern, als ich an Probleme geglaubt habe, die waren so komplex. Es war so verwirrend, es waren nur noch Spinnweben in meinem Geist und ich wusste nicht, wo A und B ist. Ich wusste nicht, wie ich irgendetwas zusammenfügen soll und ich hatte keine Ahnung, wie ich jemals aus diesem ganzen Mist herauskommen soll. Daraus entschwinden war für mich irgendwie eine Idee. Das ist alles einfacher, wie jemals daraus zu kommen. Ich dachte, ich bin dem ewig ausgeliefert, und ich werde halt mit dem sterben. Ich dachte, diese Probleme sind so massiv, die können nie gelöst werden. Zum Glück, Gott sei Dank, hat der Erlösungsplan Gottes sich nie verändert und funktioniert. So klar, so einfach und so deutlich. Sei dir dessen gewiss, dass dieser Plan hier funktioniert. Und wenn du vor einem Problem stehst, von dem du glaubst, da werde ich untergehen, das wird niemals richtig funktionieren, da wird niemals etwas Sinnvolles rauskommen, glaube mir, was hier steht, funktioniert. Wende es an. Sei kontinuierlich und dehne dich darin aus. Hier ist die Antwort, Ausrufezeichen, schon wieder. Wende dich nicht wieder ab, um weiter ziellos hin und her zu schweifen. Nimm die Erlösung jetzt an. Sie ist die Gabe Gottes, nicht der Welt. Die Welt kann einem Geist, der das empfing, was Gott ihm als sein Eigen gab, keine Gaben von irgendwelchen Wert mehr geben. Gott will,
dass die Erlösung heute empfangen wird und die Verwickeltheit deiner Träume, deren Nichtigkeit nicht mehr vor dir verbergt. Mach heute deine Augen auf und schau auf eine glückliche Welt der Sicherheit und des Friedens. Vergebung ist das Mittel, durch das sie kommt, um an der Hölle stattzutreten. Schweigend erhebt sie sich, deine offenen Augen zu begrüßen und dein Herz mit tiefer Ruhe zu erfüllen, indes uralte Wahrheiten ewig neu geboren in dein Gewahrsein treten. An was du dich danach erinnern wirst, kann nie beschrieben werden. Deine Vergebung aber schenkt es dir. Ist es nicht wundervoll, dieses Versprechen, das dir hier gegeben wird und das nur darauf wartet, bis du es annimmst? Warum noch draußen vor der Türe warten, wo es kühl und windig ist und wo du immer in Unsicherheit lebst? Warum noch die Idee haben, dass du deine Probleme lösen kannst? Warum noch vor einer kalten Mauer stehen, die dich immer in Schrecken versetzt? Warum noch diese alten Spinnweben der Angst wahrmachen? Warum immer wieder die toten Gedanken anbeten? Warum auch immer noch urteilende Gedanken in deinem Geist lebendig werden lassen? Warum in der Einsamkeit sterben? Wir können stattdessen durch diese offene Tür hindurchschreiten in die wärmenden Strahlen der Quelle, des Friedens, der Sicherheit. Und hier enden die Worte, hier kann nichts mehr beschrieben werden. Ewige Ausdehnung des Lichtes möge ein kleiner Anreiz hierfür sein, aber es kann nicht beschrieben werden. Indem wir uns an die Gaben erinnern, die Gott uns gab und die Vergebung uns schenkt, gehen wir heute mit der Hoffnung und dem Vertrauen an unsere Übungen heran, dass dies der Tag sein wird, an dem die Erlösung unser ist. Ernsthaft und freudig wollen wir heute danach suchen im Gewahrsein, dass wir den Schlüssel in den Händen halten, indem wir des Himmels Antwort auf die Hölle akzeptieren, die wir gemacht haben, in der wir aber nicht mehr bleiben möchten. Am Morgen und am Abend geben wir gerne je eine Viertelstunde an die Suche, die uns Gewähr gibt, dass die Hölle ein Ende hat. Fang voller Hoffnung an, denn wir sind angekommen an dem Wendepunkt, nach dem der Weg viel leichter wird. Jetzt ist der Weg nur kurz, den wir noch gehen werden. Nah sind wir in der Tat der festgesetzten Endigung des Traumes. Sink in das Glück hinein zu Anfang dieser Übungszeiten, denn diese bieten dir die sicheren Belohnungen von beantworteten Fragen und dessen an, was dein Annehmen der Antwort bringt. Heute ist es dir gegeben, den Frieden zu verspüren, den die Vergebung schenkt, und auch die Freude, welches das Lüften des Schleiers dir anbietet. Vor dem Licht, das du heute empfangen wirst, wird die Welt verblassen, bis sie vergeht, und du wirst eine andere Welt aufgehen sehen, die zu beschreiben dir die Worte fehlen. Jetzt gehen wir geradewegs ins Licht hinein, und da empfangen wir die Gaben, die für uns seit Anbeginn der Zeit aufgehoben worden sind, im Warten
auf den heutigen Tag. Vergebung schenkt dir alles, was du willst. Heute werden dir alle Dinge, die du willst, gegeben. Lass deine Gaben nicht tagsüber schwinden, wenn du erneut zurückkehrst, um eine Welt wechselhafter Veränderungen und freudloser Erscheinungen anzutreffen. Bewahre dir deine Gaben klar im Bewusstsein, während du das Unveränderbare im Herzen der Veränderung siehst. Das Licht der Wahrheit hinter den Erscheinungen. Sei nicht versucht, dir deine Gaben entgleiten und sie in Vergessenheit sinken zu lassen. Halte sie dir vielmehr fest vor Augen, indem du versuchst, jedes Mal, wenn eine Viertelstunde um ist, wenigstens eine Minute lang an sie zu denken. Erinnere dich, wie kostbar diese Gaben sind, durch folgende Gedächtnisstütze, die die Macht hat, dir deine Gaben tagsüber im Bewusstsein zu bewahren. Vergebung bietet alles, was ich will. Heute habe ich dies als wahr angenommen. Heute habe ich die Gaben Gottes empfangen.